Triff eine Entscheidung, sonst trifft die Entscheidung irgendwann dich. Ich glaube, wir alle kennen das. Es gibt die eine oder andere Entscheidung, wo man dann versucht, naja, habe ich nicht gesehen, ich mache mich da einfach aus dem Staub und lasse das da irgendwo schon dahin brodeln. Aber am Ende des Tages auch keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Man kennt es vielleicht aus dem Wirtschaftsrecht, Schweigen als Zustimmung. Schweigen gilt unter bestimmten Umständen als Zustimmung. Das heißt, wenn ich da jetzt einfach nichts sage, dann heißt es so viel, wie wenn ich Ja sage. Und genau darum geht es in den nächsten paar Minuten. Das heißt, wenn du dir ab und zu schwer tust, Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise nicht genau weißt, hey, wie soll ich die Sache angehen, dann sind die nächsten paar Minuten wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Mehrwert für dich. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen RockTV Mindset-Folge. RockTV, das ist mein Unternehmen. Ich bin Gründer und Inhaber davon. Rock steht für Rohrhofer Christian. Das sind meine Initialen. Ja, und wir entwickeln und produzieren die feinste Sportnahrung in 100% Bio-Qualität. Sportnahrung aber nicht nur für Sportler, sondern für gesundheitsbewusste Menschen, die ihre tägliche Ernährung ein bisschen proteinreicher gestalten möchten. Da gibt es viele, viele feine Produkte, viele feine proteinreiche Lebensmittel. Und das Wichtigste ist, bei uns gibt es keine Aromen, keine Farbstoffe oder sonstiges, sondern ausschließlich den natürlichen Geschmack. Du findest alles unter rocksports.at. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, ja, und warum sprichst du da jetzt über Mindset und Entscheidungen? Ganz einfach, meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und dazu gehört eben nicht nur die Ernährung oder Training, sondern vor allem auch das da oben, Mindset, unsere Einstellung, wie wir den Herausforderungen des Lebens begegnen. Und dazu gehören eben auch Entscheidungen. Und dieses Zitat, das ich kürzlich bei einem Vortrag gehört habe, hat mich da getriggert und habe mir gedacht, da muss ich eine eigene Folge dazu machen. Vor allem auch in meinem Buch Eine Anleitung fürs Leben. Solltest du das noch nicht haben, dann empfehle ich dir hier, dir unbedingt eine Kopie davon zu holen im RockSports Online-Shop. Eine Anleitung fürs Leben, 78 Lektionen, Erkenntnisse und Denkanstöße, die dein Leben zum Wunschkonzert machen. Ist nicht einfach irgendein Marketing-Blabla, sondern extrem geiler Mehrwert da drinnen. Und da geht es eben darum, wie man das Mindset, unsere Einstellung als Werkzeug nutzen kann. Die Erfahrung zeigt, dass die wenigsten Menschen das wirklich zum vollen Potenzial nutzen. Merke ich auch selbst. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel damit. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Potenzial da eigentlich noch ungenutzt liegt. Und dieses Buch ist in Wahrheit wie ein Trainingsbuch für dein Mindset. Und ein wichtiges, mehrere wichtige Kapitel sind unter anderem auch dem Thema Entscheidung gewidmet. Von daher, so schließt sich der Kreis. Wenn du ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben haben möchtest, in welcher Definition auch immer, dann braucht es auch Entscheidungen. Und wenn du sagst, na, Entscheidungen treffe ich nicht so gern, dann musst du dir eben bewusst sein, jede Entscheidung, die du nicht triffst, ist auch eine Entscheidung. Und das ist gleich einmal der erste Punkt, den ich dir da mitgeben möchte. Nur weil wir uns im Leben irgendwie davonwurschteln, ist es trotzdem auch eine Entscheidung. Und ich habe da hier eine wunderschöne Flamme gezeichnet. Wenn du jetzt live von den Farben am RockSports YouTube-Kanal dabei bist, dann siehst du das. Wenn du im Podcast dabei bist, dann stell dir einfach eine unglaublich schöne Flamme vor. Und wir stellen uns jetzt vor, dass in dem Raum, wo du gerade bist, oder wenn du im Auto sitzt, auf der Toilette, wo auch immer, stell dir vor, links hinter dir, da brennt es irgendwo, da brennt es. So, und wenn wir jetzt uns hinstellen und uns die Flamme anschauen und uns einfach dann 180 Grad umdrehen, sprich der Flamme unseren Rücken zuwenden, dann ist zwar aus den Augen, aus dem Sinn das Ganze aus unserem Blickfeld verschwunden, aber es brennt trotzdem noch weiter. Und genauso ist es auch mit der Entscheidung, vor der wir uns drücken. Wenn wir eine Entscheidung nicht treffen, ist es eben trotzdem Entscheidung. Es brennt trotzdem noch weiter. Es heißt, ich schaue einfach nicht da drauf, aber ich entscheide mich dafür, dass es okay ist, dass es da brennt, aber ich will mich heute nicht ums Löschen kümmern. Und das ist genau das Wichtigste, vor allem im Bereich der Gesundheit. Wenn man weiß, okay, da sind ein paar Kilo zu viel drauf, oder wenn man weiß, Sport ist wichtig, aber mich interessiert es halt nicht. Das sind genau die Entscheidungen, die wir dann aufschieben und die dann vielleicht in ein paar Jahren zum Problem werden. Die Statistik zeigt es uns, über 50% der Österreicherinnen und Österreicher sind übergewichtig. Das ist unglaublich. Und ich behaupte, dass die meisten das nicht wollen, sondern es ist halt nicht so einfach, diese Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung dann auch durchzuziehen. Aber genau dafür kümmern wir uns unter anderem auch bei RockTV. Das heißt, da gibt es viele feine Dinge, wie man das in die Umsetzung bringen kann. Mir ist nur wichtig, dass du eines weißt, auch keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Wie gesagt, Schweigen als Zustimmung aus dem Wirtschaftsrecht beispielsweise. Der Grund, warum wir Menschen so ungern Entscheidungen treffen, ist vielfältig, aber einer der Dinge ist, naja, aus Angst irgendwie was falsch zu machen. Bevor ich mich für eine falsche
Richtung entscheide, mache ich lieber gar nichts, weil dann kann ich nichts falsch machen. Aber das heißt dann in Wahrheit, ich bleibe irgendwie am Punkt oder ich überlasse einfach meine Entscheidung den Umständen. Das heißt, in Wahrheit gebe ich dann die Steuer weg, dann musst du entscheiden, ob du das möchtest, die nächste Entscheidung. Oder einfach der Druck von außen, oder das ist auch ein Hauptgrund, ich glaube, das ist der, der neben der Angst wirklich die Hauptrolle spielt, nämlich die analytische Starre, wie ich sie bezeichne. In einer Zeit, wo wir unendlich viele Entscheidungsmöglichkeiten haben, ist es einfach umso schwieriger, die richtige, unter Anführungszeichen, Entscheidung für uns zu treffen. Weil ich muss in Wahrheit, um eine gute Entscheidung treffen zu können, mich mit den einzelnen Variablen auseinandersetzen, mit den einzelnen Möglichkeiten. Das bedeutet Zeitaufwand, Energieaufwand. Ja, und oftmals interessiert uns das halt einfach nicht. Oder oftmals ist das einfach so eine große Menge, dass wir es nicht schaffen. Und dann stehe ich natürlich vor mehreren Entscheidungsmöglichkeiten und denke, puh, was soll ich da jetzt machen? Ja, bevor ich da jetzt die ganze Zeit investiere, mache ich lieber gar nichts. Aber das ist eben oftmals die schlechteste Entscheidung, weil ich dann eben die Steuer abgebe und irgendwann holt mich das Ganze wieder ein. Und ich möchte da gerne ein kleines Zitat aus meinem Büchlein dir mitgeben, unter anderem zum Thema Entscheidungsfindung. Und da habe ich den Wolfgang Krupp, das ist ein Oldschool-Unternehmer aus Deutschland, zitiert. Und der zitiert das jetzt im Zusammenhang mit Problemen. Und ich zeige dir dann gleich, wie sich der Kreis hier schließt. Er sagt, wer ein großes Problem hat, ist selbst schuld, denn jedes große Problem war mal klein. Und hätte er es gelöst, als es noch klein war, dann hätte er kein großes. Und wenn wir uns von Entscheidungen wegwinden und versuchen, die nicht zu treffen, dann kann es eben sein, dass dieses Nicht-Entscheiden dazu führt, dass dieses Problem immer größer wird. Und du kennst vielleicht, wenn du sagst, immer passiert es mir, dann ist oftmals eine nicht getroffene Entscheidung dafür schuld, denn das Leben serviert uns gewisse Herausforderungen immer wieder, bis wir uns diesen Herausforderungen widmen. Und übrigens, in meinem Buch findest du genau zu solchen Themen unendlich viele geile, praxisrelevante Lektionen. Ich habe im Anschluss ans Buch ein Stichwortverzeichnis ergänzt, denn das war der Hauptgrund, warum ich eigentlich dieses Buch geschrieben habe. Ich schreibe seit Jahren Journal, notiere da meine Gedanken etc. Und du kennst es vielleicht, wenn du das auch tust, dass dann irgendwann in einem Tag eine Situation auftaucht, wo du merkst, hey, die hatte ich doch schon irgendwann einmal. Und dann wäre es cool, wenn man genau zu dieser Stelle zurückblättern könnte, wo genau dann steht, wie bin ich damit damals umgegangen. Und wenn du dann aber 20, 30 Journale vollgeschrieben hast, hunderte Seiten Handschrift, dann findest du das niemals wieder. Und ich bin eben mit bei dem Buch hergegangen, habe meine gesamten Journale durchgearbeitet, habe alle Kernerkenntnisse rausgenommen und habe die mit einem Stichwortzeichnis entsprechend versehen. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel ins Stichwortverzeichnis gehen und hier unter E, was haben wir da Feines? Zum Beispiel Entscheidungsmodell, genau, ich habe da ein eigenes Modell entwickelt, Entscheidungsfindung, Entscheidungen treffen. Und dann hast du genau die Seitenanzahl oder die Seite, wo diese Lektion im Buch ist, angeschrieben. Das heißt, du musst da nicht lang herumsuchen, sondern kannst genau die Herausforderung, die du hast, unmittelbar in dem Buch nachschlagen. Kann ich dir empfehlen, eine Anleitung fürs Leben, wie gesagt, im Rocksports Online-Shop. Ja, und der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, den ich vorhin schon mit der Analogie, die Steuer aus der Hand geben, angesprochen habe. Im Grunde, wenn du keine Entscheidung triffst, und das heißt nicht, dass ich Entscheidungen liebe zu treffen, aber es ist halt oftmals notwendig und wichtig, aber wenn du das nicht tust, dann bist du im Grunde reaktiv unterwegs. Reaktiv bedeutet, du bist nicht mehr am Steuer des Bus deines Lebens, des Busses, sondern du bist irgendwo Passagier hinten und hoffst halt, dass der Fahrer da vorne in Richtung deines Ziels fährt. Passiert manchmal, wenn du Glück hast, meistens aber eben nicht. Das heißt, du gibst das Steuer aus der Hand. Stattdessen, wenn du Entscheidungen triffst, bist du proaktiv. Du entscheidest, wo die Reise hingeht. Das heißt, sei dir dessen bewusst, wenn du einer Entscheidung aus dem Weg gehst, dass du dann eben das Steuer abgibst und du auch die Erfolgswahrscheinlichkeit zur Erreichung deiner Ziele reduzierst, in der Regel massiv reduzierst. Und wenn das eine bewusste Entscheidung ist, dass du der Entscheidung aus dem Weg gehst, dann ist es okay. Ich möchte einfach nur die Konsequenzen zeigen. Und das ist auch das, wo ich immer mich selbst an der Nase nehme, wo ich merke, vor dieser Entscheidung winde ich mich. Dann setze ich mich extra hin und sage, das geht mir auf den Senkel, diese Entscheidung. Jetzt setze ich mich extra hin und widme mich dieser Entscheidung ganz, ganz bewusst. Dann ist es erledigt. Und du kennst vielleicht dieses Gefühl, dieses erleichterte Gefühl, wenn die Entscheidung klar getroffen ist, dann geht es wieder einen Schritt weiter.
Und am Ende des Tages, wenn wir uns immer nur vor Herausforderungen winden, dann werden wir uns einfach nicht weiterentwickeln können. Und es braucht Entscheidungen und Fehler gehören da dazu. Fehler sind nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern Teil des Erfolgs. Wir brauchen Fehler, um uns weiterentwickeln zu können. Von daher ist es vollkommen okay. Und wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann habe ich Erfahrung gesammelt und kann das in Zukunft wieder für mich einsetzen. Und die Leute, die immer nur der Entscheidung aus dem Weg gehen, die werden keine Erfahrung sammeln, sondern die haben vor allem Angst, weil sie nicht wissen, das könnte falsch sein, das, ich mache lieber gar nichts. Und dann passiert einfach ein Dahintreiben am Fluss des Lebens und das ist zumindest für meine Entscheidung nicht der richtige Weg, sondern ich möchte das Steuer selbst in die Hand nehmen. Ich habe Ideen, ich habe Ziele, ich möchte Dinge erreichen, umsetzen und das geht eben nur, wenn ich proaktiv an die Sache herangehe und mich nicht reaktiv im Bus des Lebens herumchauffieren lasse. Ist wie gesagt auch okay, aber dann trifft die Entscheidung bewusst, dass du das willst und wenn du sagst, hey, eigentlich möchte ich schon das irgendwie selbst in der Hand haben, dann braucht es auch aktive Entscheidungen. Ja, und ich hoffe, dass ich dich damit zu Entscheidungen bringen kann, denn am Ende des Tages ist das richtig cool. Wir haben das Geschenk des Lebens und das können wir bewusst gestalten, indem wir Entscheidungen treffen. Triff eine Entscheidung, sonst trifft die Entscheidung irgendwann dich. Irgendwann holst du dich ein, wenn du dich am Thema immer abwendest, wenn du dich dem Feuer abwendest, irgendwann brennt die Hütte nieder, dann brennt der ganze Raum, dann musst du dich dem Thema widmen und dann ist das Problem aber so groß, dass du es nicht mehr richtig lösen kannst, genau wie ich es vorhin von Wolfgang Krupp zitiert habe. In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rockstudio. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich, wenn du diese Folge teilst, wenn du uns ein Abo dalässt, wenn du uns ein Feedback dalässt, eine Bewertung dalässt. All das freut mich. Sharing is caring und das hilft uns, damit wir diese feinen Inhalte weiterverbreiten können. Frohes Entscheiden, alles Gute, feinste Grüße aus dem Rockstudio.